Habt ihr eigentlich schon den neuen Link auf der Startseite von Google gesehen? Da geht es um das Leistungsschutzrecht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das Leistungsschutzrecht ist im Prinzip das gleiche, was die GEMA für die Musik ist. Das heißt, wenn man Musik verwenden will, muss man Gebühren zahlen. Ob man das nun im Ganzen macht oder nur in Teilen, das ist eigentlich wurscht, so ungefähr. Das heißt, das ist auch eigentlich bei jedem klar. Jeder kennt die YouTube-Videos, die ausgeblendet werden, weil halt eben die GEMA ihre Moneten dafür haben will. Das Leistungsschutzrecht, was jetzt kommen soll, das ist das gleiche ungefähr, nur halt eben für Texte. Oder halt eben auch Textauszüge. Initiiert wird das Ganze von dem Springer Verlag und noch ziemlich vielen anderen Verlagen. Dazu gehört sich der Stern, Bild-Zeitung und. Es geht darum eigentlich, dass Google in den Google News ja auch Ausschnitte zeigt. Das heißt, du machst Google News auf, siehst einen Sternbeitrag oder einen Bildbeitrag, keine Ahnung, der und der hat beim Boxen gewonnen oder was ich auch immer. Und du klickst auf den Beitrag und liest den Beitrag so. Und die Bild-Zeitung oder sprich der Springer Verlag, die wollen jetzt dafür, dass Google diesen Schnipsel, da wo du draufklickst, bei sich bereitstellt. Das heißt, dafür wollen die halt Geld sehen. Und Google sagt halt eben, nö, sehe ich gar nicht ein. Und das Leistungsschutzrecht soll halt eben genau so eine Verwertungsgesellschaft werden, dass halt eben Google und halt eben auch andere Suchmaschinen oder halt eben auch selbst du selber, das heißt, wenn du bei Facebook oder Google Plus irgendwie was teilst, ich habe hier Bildzeitung bla bla XYZ Artikel sowieso gefunden, dann sollst du dafür auch auf jeden Fall dann zahlen im Endeffekt. Also selbst du als private User, hauptsächlich geht es aber erstmal darum, um die Suchmaschinen. Warum der ganze Quatsch? Der ganze Quatsch in dem Sinne erstmal deswegen ganz einfach, weil Google natürlich logischerweise Werbung einblendet auf der Google News Seite und daran richtig gut verdient. So, und da haben die Verlage keinen Bock drauf und das wollen die nicht. Ja, und deswegen lässt man sich mal eben das Leistungsschutzrecht einfallen. Und das ist genau dieser Link, der jetzt auf der Google Startseite ist. Und da kann man sich eintragen, dass man dagegen ist. Und ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, mag ein zweischneidiges Schwert sein. In anderen Ländern, ich glaube, das war Frankreich oder Belgien, die haben zum Beispiel diese ganzen Zeitschriften alle schon längst aus dem Index gekippt. Und ja, da werden die einfach gar nicht mehr gefunden. Macht ihr jetzt, ich weiß nicht, soll ich das gut oder schlecht finden? Einerseits finde ich es toll, wenn die Zeitungen raus wären, weil dann der normale Blogger erstmal wieder im Fokus wäre. Und wenn der im Fokus ist, dann würden seine Beiträge auch gelesen werden. Andererseits kriegst du ja logischerweise nur diese lokalen Themen ja, vorgesetzt vom Blogger. Das heißt, selbst ich kann nicht nach Ägypten fahren und mir da einen Bericht aus den Fingern saugen oder beziehungsweise dort recherchieren. Wobei es mit Sicherheit auch Blogger vor Ort gibt, aber da hast du halt eben die Sprachbarriere. Das kommt dann auch hinzu. Andererseits ist es natürlich gut, wenn man Zeitungen lesen kann, was man natürlich immer macht. Wer liest keine Zeitung so ungefähr. Das wird auf jeden Fall noch eine interessante Geschichte werden. Also einfach mal reinklicken auf das Leistungsschutzrecht und dann ja, selber entscheiden. Bist du dafür, dass die Zeitung das toll finden? Also sprich, dass die Zeitung Geld bekommen sollten dafür, dass sie Auszüge oder ganze Texte in den Google News präsentieren? Oder bist du dagegen? Und wenn du dagegen bist, dann kannst du dich, wie gesagt, einfach auf die Google Startseite gehen, klickst da drauf, Google unterstützen, Leistungsschutzrecht und dann kommst du da zu so einem Formular und dann füllst du das aus. Das war's.